In Call of Duty Warzone gibt es einige Tipps, die ihr beachten solltet, um leichter zum Sieg zu kommen. Diese kurz und knapp jetzt erklärt. Kommen wir zuerst einmal zu den Vorbereitungen. Als allererstes solltet ihr eure Map umstellen. Dies findet ihr unter Optionen allgemein. Ihr könnt die Karte von kreisförmig zu quadratisch umstellen und wie man hier bereits gut erkennen kann, sieht man in der quadratischen Form um einiges mehr. Mit am wichtigsten sind natürlich eure Klassen, welche ihr den Bedingungen in Warzone perfekt anpassen solltet. Was nicht mehr bedeutet, als dass ihr jede Distanz abdecken solltet, damit ihr eure Gegner auf jede Entfernung ausschalten könnt. Aktuell spiele ich gerne die M4 in Kombination mit der Akimbo. Die M4 ist in diesem Setup komplett auf größere Distanzen ausgelegt. Nehmt euch auf jeden Fall auch ein 50 oder 60 Schuss Magazin mit, da ihr logischerweise ausgenommen von den Solo-Runden auf mehrere Gegner gleichzeitig trefft und es da natürlich der entscheidende Vorteil ist, mehr Schuss im Magazin zu haben als vielleicht eure Gegner. Die Akimbo ist aktuell auf kurze bis mittlere Distanz sehr, sehr effektiv und ehrlich gesagt doch etwas OP. Vorteil hierbei, ihr müsst kein Overkill mitnehmen. Nicht außer Acht zu lassen sind natürlich die Perks. Ich spiele zum Beispiel gerne kaltblütig, da es ein großer Vorteil sein kann, nicht von Thermalvisieren erkannt zu werden. Es gibt aber auch andere Sachen, die durchaus Sinn machen. Nehmt als zweites Extra am besten Geist mit, da ihr dadurch nicht durch Drohnen oder Herzschlagsensoren geortet werden könnt. Als letzten Perk nehme ich zum Beispiel gerne Fährtenlaser mit, aber auch hier gibt es andere Extras, welche ebenfalls sinnvoll sind. Findet das am besten für euch selber heraus. Hier ein kurzes Beispiel, wie man mit Fährtenlaser und den Akimbos innerhalb von 2 Sekunden ein komplettes Team auslöscht. Bei den Ausrüstungsgegenständen nehme ich sehr gerne C4 mit, da es teilweise gegen die LKWs, Quads oder was auch immer für Fahrzeuge sehr, sehr hilfreich sein kann oder auch um einfach direkt dem Gegner damit eine zu verpassen. Stim kann ebenfalls in manchen Situationen sehr hilfreich sein, zum Beispiel wenn ihr euch im Gas befindet, könnt ihr euch damit sehr, sehr schnell hochheilen oder natürlich auch nach Treffern von Gegnern. Dieses Setup ist natürlich nur eins von vielen und definitiv nicht das eine, mit dem ihr jeden Kampf gewinnt. Von Nutzen kann natürlich auch eine Sniper sein, wenn ihr gerne sniped, um auf längere Distanzen die Gegner wegzuholen oder vielleicht auch ein komplett anderes Setup. Findet es am besten für euch selber heraus, probiert jede Waffe einmal aus, mit welcher ihr am besten zurechtkommt, wo ihr den Rückstoß am besten kontrollieren könnt und entscheidet dann selbst. Kommen wir als nächstes zum Positioning. Es lässt sich drüber streiten, welcher Landepunkt der beste ist. Oder besser gesagt, es gibt nicht den einen perfekten Landepunkt. Was ich euch für den Anfang aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist es, Hotspots zu meiden. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich euch sagen, dass Plätze wie TV Station, Superstore oder Hospital meistens sehr, sehr überrannt sind. Eher weniger besucht sind Plätze wie Boneyard, Prison oder dieser Bereich hier etwas unter der TV Station. Gerade am Anfang machen es euch diese Plätze etwas einfacher, da ihr erstmal in Ruhe looten könnt und nicht direkt in einen Kampf verwickelt werdet. Die Bewegung ist ebenfalls ein extrem wichtiger Punkt. Und auch hierbei gibt es einiges zu beachten. Dass man nicht ohne jegliche Deckung übers freie Feld laufen sollte, ist hoffentlich jedem bewusst. Ein hilfreicher Tipp ist es, mit der Zone zu laufen. Rennt nicht direkt los, sobald der Kreis sich verkleinert, sondern macht es euch zu Nutzen, dass ihr durch das Gas auf weniger Bereiche achten müsst. Stellt nur vorher sicher, dass der Weg in die Zone frei ist, da euch ansonsten sowas passiert, wie gerade zu sehen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Anstatt Türen einfach komplett aufzureißen, könnt ihr diese auch nur einen kleinen Spalt öffnen. Geht dafür einfach vorher ins Visier und drückt dann die Taste für das Öffnen. Vorteil hierbei, ihr könnt erstmal eure Umgebung abchecken und die Tür Stück für Stück weiter öffnen, wodurch ihr immer von einer Seite geschützt seid. Außerdem ist diese Variante auch um einiges leiser, als Türen normal zu öffnen oder komplett durchzurennen. Aufträge abzuschließen kann sehr, sehr hilfreich sein, da ihr Geld und Loot erhaltet und euch außerdem der nächste Kreis angezeigt wird. Dazu kommt, dass ihr pro Auftrag einen höheren Bonus erhaltet und somit auch immer mehr Geld. Nach ein paar Aufträgen habt ihr genug Geld zusammen, um euch ordentlich auszurüsten und seht dazu auch schon fast die Endzone. Somit könnt ihr euch perfekt ausgerüstet in irgendein Haus campen, was in der Endzone liegt und nur noch darauf warten, dass euch die Gegner in die Falle laufen. Ich hoffe, euch hat mein kurzes Tipps und Tricks Video gefallen. Lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen hoch da, um auch zukünftige Videos nicht zu verpassen.